Ja. Oh, wir haben uns die anderen. Haben Chat. Kann ich eigentlich das Buch so irgendwie aufrufen? Ah! Also, wir haben das Ja. Wir haben das Nein. Sehr, sehr wichtig. Wir haben Starry. Das ist Sehen. Pi, das ist Toilette. Sehr, sehr wichtiges Wort. Paka Paka ist Beißen. Kritzi. Was? Kritzi. Nein, doch, Kritzi. Ist Kratzen. Rauflauf ist Klettern. Also, sie haben schon sehr seltsame. Also, hier nichts mit YOLO und Roffel und LOL, sondern Rauflauf und Paka Paka. Das ist natürlich wesentlich cooler. Und die anderen, die kennen wir alle schon. Das ist, ich liebe es. Was? Du suchst nach den Hamhams? Ich habe ein Mädchen mit einem Band in den Wald laufen sehen. Oder so. Oh. Amahamarita. Das Bijou. Oh, Hamtaro. Fang mich doch, Hamtaro. Na. Was haben wir hier? Nein, ich nicht schnuppern. Das ist, glaube ich, ein Laden, wo ich mir für meine Kerne was kaufen könnte. Boutique Hamham. Na, was haben wir denn? Hallo. Willkommen in der Boutique Ham. Darf ich Ihnen etwas zeigen? Ja, zeigt mal her. Sie können noch 30 Items kaufen. Haben Sie etwas für sich entdeckt? Kerne 11, Steuerkreuz, Wahl A, bestätigen. Eine Karotte. Eine Kochmütze, natürlich in rosa. Ein Pink, na, also für mich ist das Pink. Pullover. Eine Karotte. Es wird schon Sinn haben, dass man die kaufen kann. Möchten Sie dieses Item kaufen? Ja, ich nehme einfach mal eine mit. Irgendeinen Sinn wird es schon haben. Möchten Sie etwas anderes kaufen? Okay. Danke. Das macht dann 3 Sonnenblumenkerne, bitte. Ihre Ware wird Ihnen ohne Versandkosten nach Hause geliefert. Vielen Dank. Das ist aber nett. Wären Sie uns bald wieder. Na, da kann sich Amazon mal eine Scheibe von abschneiden. Die hier liefern auch eine Karotte für umsonst. Moment, da kann ich doch, glaube ich, kann ich da nicht. Moment, ich baue zuerst mal. Irr, eine Spinne. Dann laufe ich mal rauf. Oh, die Animationen sind so niedlich. Und ich habe eine Eichel gekriegt. Für immer ich die brauche. Guck mal. Ich habe ja auch einen Stein, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit machen. Oh. Hallo, du Pinkner Hamster. Der pink ist. Hamha. Hey, warum hast du mich aufgeweckt? Ich habe davon geträumt, wie mein Schnuckiputz aussehen wird. Welchen Typ Hamster ich stehe? Ich glaube, ich mag Hamster, die mega cool sind. Ja. Mega cool. Ist nicht mega cool, das ist groß. Groß. Du hast dein neues Wort gelernt. Mega cool. Bijou? Wenn du ein Mädchen meinst, das ein Band trägt, das ist eben an mir vorbeigerannt. Es hat eigentlich 2. Eins links und eins rechts. Weil das süß aussieht, Piggy-Tails zu haben. Was hat sie jetzt gesagt? Da. Keine Ahnung. Ich bauze erstmal. Bauze erstmal. Oh, ne. Eichel.
Ja, kann ich da jetzt aber trotzdem noch rauflaufen? Jetzt habe ich schon zwei Eichen, von denen ich nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll. Ich habe gar keine Ahnung. Also von dem Spiel sowieso nicht. Huch. Ah, Grafikglitch. Oh, nix. Das ist sehr ärgerlich. Nee, wir gehen mal da weiter. Kann ich damit was machen? Oh, hatschi! Oh, das war jetzt goldig. Kann ich den runterbautzen? Er fliegt einfach nur weg. Macht er mir die Tür auf? Ja. Oh, ja, klar. Hammer. Was machst du denn an einem Ham-Solo-Platz wie diesem? Ham-Solo, einsam. Ersetzt das M durch ein N? Ne? Alle Star Wars-Fans wissen jetzt, was ich damit sagen wollte. Oh, er weint. Du hast ein neues Wort genannt. Ham Solo. Sagst du mir sonst nichts? Gute Frau. Oh, ja, klar. Hamha. Ach, komm doch herein. Komm. Okay, gut, gut, fein. Zerr. Oh je. Sie hatte viel zu erzählen. Oh, ich liebe das. Das ist so süß. Was haben wir denn hier Feines? Ja, ich wollte die Blume jetzt eigentlich nicht ansprechen, aber... Sie tanzt, wenn ich das tue. Kann ich sie ja schnuppern? Ah! Oh, Hammer! Diese Blume duftet wunderbar, nicht wahr? Sie ist perfekt für einen Knutschi wie mich. Knutschi heißt du niedlich. Oh Gott. Oh. Es ist herrlich. Du hast ein neues Wort gelernt. Knutschi. Arschwackel-Animation. Ich kann noch irgendwas mit ihr reden, aber ich habe das Wort noch nicht. Also diese Grafikfehler sind echt nervig. Ich weiß aber auch jetzt nicht, woher sie kommen. Ich habe einen ganzen Sonnenblumenkern gefunden. Der keiner ist. Es war nur eine Grille. Ach, wie gemein. Hätte mir aber auch zu denken geben sollen, weil da stand ein, also ausgeschrieben, wo ich das letzte Mal einen Sonnenblumenkern gefunden habe, da stand das in der Zahl. Was haben wir denn hier? Hier. Da. Das war nicht nett. Oh, alles in Ordnung? Um in das Clubhaus zu gelangen, musst du das Loch dort drüben benutzen. Ein Hamster mit einem Spaten hat sehr viel Zeit damit verbracht, es zu graben. Oh, ja, danke schön. Ja, danke schön. Also wohl das da. Ich möchte aber noch gar nicht ins Clubhaus. Ich möchte eigentlich da oben den wackelnden Arsch zu gucken, den ich mal runterbounce. Au. Boah, der Baum fing plötzlich an zu schwanken. Ist schon in Ordnung? Oh, upsi. Upsi. Sorry.
Oh. Das ist so knuschi. Tut mir leid. Ich finde das toll. Du hast ein neues Wort gelernt. Upsi. Die sonst nichts machen? Also mir die Grafikfehler angucken? Und wie der Hintern voll abgeht? Wenn ich am Haar sag? Okay. Dann möchte ich weiter mit uns reden. Oh nein! Du hast mich entdeckt, Hamtaro! Hamtaro versucht mich zu fangen! Ich mag Bijou nicht. Das ist so diese typische weibliche Persönlichkeit, mit der ich nichts anfangen kann. Wenn ich jetzt hier drauf trete, werde ich doch bestimmt rutschen. Deswegen rutsche ich dann. Genau. Was für eine Überraschung. Hallo, du. Kann ich erstmal reden. Quatsch mich nicht an. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Also, wenn du mir so kommst, ne? Juhu! Juhu! Freude, ja gut, das ist ja das Offensichtliche. Oh. So knutschig. Du hast ein neues Wort gelernt. Juhu! Hey! Das gehört mir, klar! Seid doch nicht so gemein! Habt ihr mal geholfen? Diese Kirsche gehört mir allein! Ich hab sie zuerst gefunden! Behalt doch deine blöde Kirsche, ey. Ich möchte da hoch. Oh, das war viel, viel mehr. Und die darf ich alle nicht mitnehmen, wie es aussieht. Aber ich komme zu einer Hammer-Boutique! Hast du vielleicht irgendwas anderes? Hallo! Willkommen in der Ham-Boutique. Warum sage ich immer Ham-Ham-Boutique? Weil es niedlicher klingt. Darf ich Ihnen was zeigen? Ja, hast du vielleicht irgendwas anderes? Du hast eine Schürze. Ein Barett. Okay, ich bin Gameboy. Oh, das ist, glaube ich, so ein Tanz, den wir uns kaufen können. Chica-Cham. Und Barett. Ich glaube, das würde Hamtaro ganz gut stehen, so ein Barett. Das Ding. Ich hätte aber gerne auch den Gameboy. Muss ich aber noch ein paar Kerne sammeln gehen. Nee, vielen Dank. Wehren Sie uns bald wieder. Ja, ja. Wenn ich Geld habe, also Kerne habe, dann komme ich wieder. Und dann kaufe ich den Laden leer. Das Bijou ist da lang gelaufen. Deswegen laufen wir jetzt mal da hoch. An der Banane vorbei. Da komme ich nicht rein. Auch gut. Warum laufe ich eigentlich, wenn ich rennen kann? Hallo, Vogel. Wenn du ein Mädchen zum Weinen bringst, musst du dich wie verrückt entschuldigen. Was? Hab ich gar nichts gemacht. Kann ich mich entschuldigen? Nö. Kann ich dich beschnuppern? Es riecht nach Taube. Danke, Captain Obvious. Scheinbar kann ich mit der Taube nichts machen. Sie sieht hier so traurig aus. Ich würde ja gerne was tun, aber ich darf ja nicht. Ich mag mich schon nicht. Darf ich hier rein? Muss ich hier bouncen? Nein. Muss ich hier schnuppern? Nein. Muss ich mich hier hallo? Nein. Okay. Hallo. Hamha. Wie? Ich höre mich krank an nun. Ich bin krank. Liebeskrank. Und kann ich nichts machen? Kann ich nicht beschnuppern? Hiff, hiff. Oh.
Das kann ich mit dir leider wohl nichts machen. Komm vielleicht später noch. Hallo? Bounce ich jetzt hier einfach verfrustet den Baum an. Haha! Hamdau, das ist echt gemein. Ach so, dann war die Taube wohl nur ein Hinweis darauf, was ich denn Bijou sagen soll. Keine Angst, ich war nur total überrascht. Oh nein. Ich war so überrascht, dass ich meinen Glanzstein fallen ließ. Das ist einfach fürchterlich. Bist du nur hingefallen? Nein. Nö. Hier irgendwo? Irgendwo? Nö. Kann ich nochmal hochlaufen? Aber ich krieg nix. Was ist denn das da? Achso, da kann ich zurück zum Clubhaus. Aber die Kerzen, Kerne respawnen. Und die Grafikfehler auch. Das macht schon 9 Kerne. Yay. Respawnen die Eicheln auch? Nee. Ah, ich glaube, die kann ich bei... Gibt es auch so einen Hamster, der eine Eichel, so einen Eichelhut auf dem Kopf hat. Ich glaube, bei dem konnte ich die Eicheln gegen Sonnenblumenkerne eintauschen. Richtig beschnuppern. Kein, hier riecht es nach Marienkäfer. Okay, ist jetzt Bounce. Kommt da eine Kette runter. Ja, das geht natürlich auch. Ah, hallo. Haha. Tolle Aussicht, was? Hier oben zu sein macht echt Spaß. Versuch mal auf dem Gitter herumzuhüpfen. Yay! Ups, du bist gestolpert. Hast du dir weh getan? So was passiert halt, aber bald wird es besser gehen. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, manche komischen Dinger sind ein bisschen seltsam. Die klingen vielleicht im Englischen ein bisschen besser. Dein neues Wort gelernt. Ist ja gut. Ist ja gut hier. Komm doch mal. Ich liebe diese Animation. Die ist so goldig. Gut, aber jetzt klettern wir wieder runter. Und ich habe da hinten einen gesehen. Da können wir noch graben. Hallo. Mist, ich habe geschlafen. Sei nicht so, Ringling. Ringling bedeutet laut. Ah, das ist wohl. Kater. Dein neues Wort gelernt. Ringling. Hm. Okay. 5 Sonnenblumenkerne. 14. Ach, das Barett kann ich mir immer noch nicht kaufen. Dann brauche ich noch eins. Da ist sie wieder, aber ich glaube, das Wort habe ich jetzt immer noch nicht.
Achso, ich musste ja bouncen. Nein, musste ich. Nein! Was tust du da? Nein, musste ich nicht. Ich musste schnüffeln. Entschuldigung! Ja, diese Duftblume duftet wunderbar. Für ein Knutti-Knutti. Ja. Wie kannst du es wagen? Ich bin nicht fett. Frauen halt, ne?